Tada, lol, ein Froststeuer, wie geil ist das denn? Wer kann den benutzen? Der nicht. Wofür ist denn das Ding überhaupt? Der auch nicht? Der auch nicht. Was steht denn dabei? Ein Speer mit einer Spitze, die aus halbdurchsichtigem Eis besteht, welches jedoch niemals schmilzt. Element Wasser. Stimmt doch Wasser, oder? Gibt es dann Feuer, Wasser? Ja, egal. Okay, also kriegen wir noch einen Begleiter, der Speere benutzen kann. Der Wicht kann halt offensichtlich nicht. Da ist der Goldhain ja doch ein bisschen größer, als ich gedacht hatte. Am Anfang habe ich wirklich gedacht, das ist nur dieses Stückchen hier. Ah, dann kommen wir auch da zu unserem Ziel. Also, zu dem komischen Ding da, was ich gesehen habe. Was geht denn hier so ab? Keine Truhen. Okay. Hier ist auch kein Ausgang, das heißt, das muss so weit wie ein Portal sein. Ja, was ist hier los? Ui, was ist das? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Schick, das ist ein Vertrauten-Ei. What? Ein Vertrauten-Ei? Aber hast du nicht gesagt, Vertraute kommen aus dem Herzen einer Person? Genau. Das tun sie auch, aber nicht nur. Vertraute können überall dort entstehen, wo es eine Fülle von dem Zeug gibt, was sich Lebenskraft schimpft, verstehst du? Himmel, Meer, Wald, Wiese. Der Ort ist völlig ideal, Olli. Wenn sich genug Lebenskraft ansammelt, tauchen sie ganz von selbst auf. Sie können so ja aus Alltagsgegenständen entstehen, wenn man die lange benutzt und richtig lieb hat. Hört sich verrückt an, nicht wahr? Ja, klingt ein bisschen crazy. Wow, Lebenskraft klingt echt stark. Dieses Ei besteht also aus Lebenskraft, die sich hier im Wald angesammelt hat, richtig? Hast du es kapiert? Golfclap, Lebenskraft ist eine rätselhafte und mächtige Energie, die voller Wunder steckt. Aber das Ergebnis ist nicht immer so zauberhaft. Manchmal entstehen auch wilde und brutale Bestien anstelle von freundlichen Vertrauten. Du meinst die Kreaturen, die uns immer angreifen? Genau die. Man kann ihnen nur beibringen, dass sie keine Leute angreifen sollen, indem man sich wehrt, nicht wahr? Oh, Pizmeet ist jetzt online. Ich frage mich, was der jetzt spielt. Kick nicht so besorgt. Wir bringen die armen Viecher ja nicht um. Wir schicken sie nur dorthin, wo sie uns eine Weile nicht mehr nerven können. Ach cool, die erklären sogar, warum hier Respawn ist. Okay. Ich frage mich, was für eine Kreatur wohl aus diesem Ei kommen wird. Oh ja, das fragen wir uns alle. Ich kann es kaum erwarten, bis sie schlüpft. Na, da kannst du lange warten, Olli. Sieh dir das Holz um das Ei herum an, ganz verdorrt. Die Lebenskraft in diesem Wald ist auch nicht mehr das, was immer war. Deshalb haben sie wohl auch die Feen verdünnisiert, was? Tut mir leid, aber wenn sich da nichts ändert, kommt aus dem Ei so schnell nichts hier schlüpft. Nichts hier schlüpft, genau. Oh, das ist ja traurig, aber irgendwas müssen wir doch dagegen tun können, Tröpfchen. Und ab, Olli! Es liegt in deiner Hand, muss ich noch deutlicher werden? Du musst nur einen Zauber wirken, der den verdorrten Baum heilt. Ihn wieder in seinem früheren Glanz erstrahlen lassen, wenn du verstehst, was ich meine. Klar, Tröpfchen. Also ein Zauber, der die verdorrten Äste wieder so hinkriegt, wie sie früher waren. Genauso wird der Zauber heißen. What the fuck? Versuche einen Zauber auf den verwitterten Baum zu wirken. Nimm dann eine Hand? Nein. Nein. Hey Olli, du hast da einen Zauber, der die Zeit zurückdrehen kann, oder? Ja, hab ich. Alte Pracht ist das. Tada! Schick, schau mal, Olli, jetzt schlüpft. Das ist das Wunder des neuen Lebens. Oh, wow, sollten wir irgendwie helfen?
Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Prima, ist geschlüpft. Wir haben es geschafft, Tröpfchen. Ah, das ist schön. Geht doch nichts über ein frisch geschlüpftes Ei. Wie rührend. Hihihi, hör auf, das kitzelt. Ich glaub, er mag dich. Haha, ist der niedlich. Das ist echt niedlich, was ist denn das? Okay, Kleiner, wir müssen los. Und noch alles gut hier im Wald, okay? Wie, nimmst du ihn nicht mit, Olli? Er ist doch gerade erst geschlüpft, Tröpfchen. Wir können ihn nicht mitnehmen, das wäre zu gefährlich. Ja, hast du wohl recht. Na gut, alles klar, Kleiner. Pass auf dich auf, okay? Tschö. Wiedersehen und mach's gut. Der freut sich aber ganz schön, der Kleine da. Ein Märchenspross. Guh. Was zur Hölle, ey? Wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, jetzt müssen wir da hin? Okay. Was sagt denn eigentlich die Glockies? Oh. Die Glocke sagt, ich muss jetzt speichern. So leid es mir auch tut. Was hier nicht geht. Hammer geil. Man kann doch überall speichern. Ach, Peter, ey. Kann man gar nicht. Tja, naja gut, so ein riesen Football-Film bin ich jetzt auch nicht. Dann gehen wir mal gucken, was da so los ist. Da ist noch so eine olle Sau. Komm her. Oh, eine spinnerte Spinne ist auch dabei. What can I do? Sonne macht euch platt. Du haust mal ab hier. Ein Angriff hier auf. Aua! Oh fuck, das Ding sieht wieder alles. Hast du so gedacht, ey? Jawoll. Und jetzt geben wir ab an. Lol. An Luffy! Der erstmal Kraft sammelt, wenn das Schweinchen ein bisschen weg ist. Aua! Und jetzt gibt's. Hoia! Oh cool, gibt's sogar noch. Null? Hm? Waren wir voll? Oh, ich bin Stufe 11. Jetzt sind wir voll. zartes Fleisch. Bestimmt von der geilen Sau. Der Tröpfchen ist so geil. Ach ja. Ja, komm her. Fuck! Nein, wieso bin ich denn da nach links gelaufen? Nein. Der Gegner hat die Oberhand am Arsch. Weg da. Ja, ja, hat mich nicht getroffen. Dein Giftscheiß da. So. Ihr seid beide Mond. Jetzt gebt hier von meinem Wicht auf den Sack. Einer von euch verschwindet erstmal, und zwar du. Fuck. Ach, bei Gift verbringt Verteidigen ja auch überhaupt nichts. So ein Quatsch. Ich frage mich nur, warum bei... Aua! Sei mal nicht so garstig. Warum die Zahlen da blau sind. Das verstehe ich noch nicht so ganz. Naja. Alles gut gegangen. So richtig Schiss habe ich vor den Viechern auch irgendwie noch gar nicht. Ich hoffe mal, das wird nicht irgendwann mal mein Verhängnis. Wahrscheinlich schon. Was ist denn hier jetzt los? Hui! Leute, ist mir nachgelaufen. Oh, sieh mal ihn an, der Kleine von vorhin. Wie geht's, Junge? Ist der uns gefolgt? Ach, Sherlock, ey. Sieht aus, als wollte er, dass wir ihm jetzt folgen. Ob er uns vielleicht was zeigen will? Kann sehen. Vielleicht hat er ein paar meiner Feenkumpel gefunden, wa? Apropos Feen, er sieht eher so aus, wie ich mir Feen vorgestellt habe. Nicht so wie du, Tröpfchen. Ja, da sagst du was. Ah ja, tut er das? Kann man mal wieder sehen, wie viel Ahnung du hast, wa? Frechheit. Ja, verärger nicht hier den kleinen Jungen. Jetzt müssen wir hinterher rennen. Hau ab. Hier geblieben. Oh Gott.
Bin schon wieder gesehen worden. Ich hoffe mal, das Vieh fliegt nicht weiter, wenn ich kämpfen sollte. Wo will der denn jetzt ungefähr hin? Bestimmt hier rechts. Oder da oben hin. Wahrscheinlich da rechts. Ah, wusste ich doch. Okay, 50-50 Chance aber. Schneller, Olli! Oliver, hüpf schöner. Ah, guck mal an, was haben wir denn hier? Was willst du denn jetzt von mir, Junge? Ah. Hey, das kenne ich doch. Na klar, du Dussel. Das ist eine Seite aus dem magischen Begleiter. Hier gilt, wer findet, darf's behalten. Das ist das Gesetz des Waldes. Weißt schon, was ich meine. Schnapp sie dir einfach. Super! Wieso habe ich die vorher noch nicht gesehen? Was ist deine Seite mit dem Zauber Wachstumsschub erhalten? What? Hammergeil. Mach ich mal auf Tröpfchen, dann wird jetzt so Riesentröpfchen. Danke, dass du uns den Weg gezeigt hast. Das Vieh ist echt cool. Wie bitte? Er meint, er könnte dir helfen, Olli. Will mit uns auf Reisen gehen, der Kleine. Aber er ist doch noch ein Kind, das ist zu gefährlich. Ja, Captain Obvious, ey, du bist auch ein Kind. Ha, so ein frecher Racker. Das sagt der Richtige, meint er. Sagt, du bist ja selber noch ein Kind. Und wo er recht hat, hat er recht, ja. Haben wir auch alle gewusst. Das hat er echt gesagt, aber keine Panik, Olli. Kreaturen wie er sind die geborenen Vertrauten. Und Vertraute reisen nur mit Zauberern wie dir durch die Gegend, nicht wahr? Ja, stimmt schon. Okay, du kannst mit uns kommen. Juhu! Dann sollst du dem Kleinen am besten einen Namen geben. Damit ist die Sache besiegelt und ist offiziell sein Herr und Meister. Sprossi! Ach, das hört niedlich. Wir nennen ihn Sprossi. Bist du sicher, dass du den Märchenspross Sprossi nennen möchtest? Ja, Sigi. Klar, danke. So, Sprossi, was kannst du denn so? Jetzt hast du schon drei ganze Vertraute, oder Olli? Und sieh dir den an, der kann Angriffen und so ausweichen. Ist das so ein Trick? Ja, schätze, man könnte es so nennen. Es ist wie verteidigen, nur dass du nicht getroffen wirst. Das Einzige, worauf du achten musst, ist, dass es ziemlich fix ist. Deshalb brauchst du gutes Timing. Aber bist ja mittlerweile richtig kampferprobt, wa? Eigentlich könnte ich dir ja gleich ein anderes Kunststückchen beibringen, wo wir schon dabei sind. Dufte, was der? Ach, der fängt auch schon so an. Also, es ist so. Wenn du genau in dem Moment angreifst, wo dich ein Gegner angreift, dann vollführst du einen sogenannten Gegenangriff. Und wenn das klappt, dann ist dein Gegner so verdutzt, da der einfach reglos dasteht und du so richtig loslegen kannst. Schick, wa? Ach, deswegen ist das manchmal mit toll. Die kleine Angriffblase unten in der Ecke leuchtet blau auf, wenn der perfekte Zeitpunkt für einen Gegenangriff gekommen ist. Ach du Scheiße, da muss ich auch noch haben. Das klingt ein bisschen kompliziert, aber ich tue mein Bestes, Tröpfchen. Ja, da hat er recht. Okay, wo muss ich denn jetzt wieder hin? Hä? What the fuck? Wir gucken uns jetzt erstmal den Kleinen hier an. Der ist natürlich Stufe 1, okay. Hat die Fähigkeit Nickerchen. Ah, guck mal an, der benutzt Speere. Der Märchenspross ist... Was ist denn der überhaupt? Tricks. Was ist der Nickerchen? Betäubende Bläschen befördern einen einzelnen Gegner ins Reich der Träume. Ach, das ist ja cool. Stufe 3 gibt es eine Wasserbombe. Verursacht Wasserschaden. Oh oh, so langsam muss ich auch mal gucken, mit welchen Angriffen ich hier so um mich werfe. Was macht er? Oh, er schmeißt sein Ding da durch die Gegend. Habe ich denn sonst noch was für dich, mein Kleiner? Nee. Das ist natürlich schade. Was sagt denn der Kreaturenkäfig zu dir? Ach, der ist auch Stern. Nun, schade. Dachte, ich kriege einen Mond, damit ich zumindest alle mal hab. Noch muss ich den nicht verwöhnen. Ich weiß noch nicht, wie der im Kampf abgeht. Komm, Tröpfchen, schneller! Ah, jetzt können wir ihn direkt mal ausprobieren. So, komm. Das ging wohl nach hinten los. Blöde Sau. So, wer von euch bleibt denn über für meinen Feechen?
Wir nehmen den Wichtel und kloppen den. Die Sau da weg. So. Was leuchtet dann auf? Ey, wie viel Schlag? Komm, Junge, hau mal zu. Aua! Jawoll. Okay. Also, das ist irgendwie noch reflexartig, dass ich dann anfange. So, dann bringen wir mal unseren. Oh, der ist Stufe 1, da muss ich echt aufpassen. Machen wir mal ein Nickerchen. Alter, kriegt er auf den Sack. Haha. Mann, Mann, Mann. Ja, der braucht auf jeden Fall. Also. Oh. Okay. Stufe 3, sehr gut. Der kann jetzt Wasserbombe. Das kann ich wohl auch. Ja, dann muss ich ja später meinen magischen Begleiter hier hinlegen. Den kann ich ja im Kampf nicht benutzen und gucken, welche Angriffe denen Damage machen. Ist natürlich ein bisschen blöd. Wie zeige ich euch das denn am besten? Mal gucken. Also wenn wir jetzt dann auf das Mega-Vieh treffen, dann, lol, weiß ich ja gar nicht, was der jetzt hier für Schwächen hat. Auf die Omme. Da lässt er nochmal Magiepunkte fallen. So, komm, meine Fee. Ne, mein Spross. Stufe 4, nice. Okay, so viel Angriff scheint das Vieh nicht zu haben. Das scheint auch auf Magie rauszugehen. Moment mal. Hä? Immer ohne Witz, wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ach doch, klar. Ah. Diese... Ne, Moment. Hä? Diese Dinger, die ich vorher nicht benutzen konnte, ob ich da auch den Zauber benutzen muss? Wir sind ja gar keine. Weg hier. Wo waren die denn noch? Ich glaube, ich muss in den Gang da rechts rein. Oder da. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Du lässt mich in Ruhe. Hau ab. Das war knapp. Oh, ich wedel mit meinem Schild rum. Ich denke, ich bin ganz toll. Oh, sollen wir es schon wagen? Ja genau, weil jetzt könnte ich ja gar nicht in den magischen Begleiter gucken und sehen, so, hier. Die Angriffe von ihm machen mega Damage bei einem Fratz. Dafür bräuchte ich ja das Buch, aber das könnte ich euch nicht zeigen, das ist ja öde. Tresst mir mal eine Wasser. Erst kriegst du ein Nickerchen. Nein, lass mich. Aua! Oh Leute, ich habe die Wasserbombe noch nicht ausgerüstet. Och, scheiße. Zack. Ich sollte mich auch langsam mal heilen. Komm, Stufe 5. Ach so, ne. Okay, dann heilen wir uns mal mit einem Sandwich. Okay, und dann muss ich dir jetzt noch ein paar Tricks beibringen. Ach, ich habe gedacht, wenn dann noch ein Trick frei ist, geht es automatisch. Okay. Der nächste kriegt eine Wasserbombe ab. Jo. Wobei Pflanzen gegen Wasser ja jetzt nicht so empfindlich sind. Also hauen wir das mal auf die Döskappe drauf. Obwohl, das ist ein Pilz, ne? Also, ich denke mal, gegen Wasserangriffe werden die geschützt sein. Aber probieren wir mal aus. Erst müssen wir aber einen davon wegmachen. Und zwar, du machst die Hotzisse weg. Ach Mist. So. Das mit dem Nickerchen habe ich auch noch nicht ganz verstanden. Ach, guck mal. Null. Wasserbombe. Bäm. Naja. Nochmal Wasserbombe. Bäm.
Okay, das war zu spät ausgewichen. Ich denke, meinen Angriff kann ich mir bei dem Vieh sparen. Aber das ist jetzt eh müde. Los, Wichtel, mach den Rest. Zack. Na! Ah. Tut mir schon ein bisschen leid manchmal. Stufe 5, na super. Oh, wir haben das erste Mal die 1000 Gulden überschritten. Ne, hier war doch nichts. Hier war doch nur dieser Ausguck. Und die Truhe da. Ja. Wo muss ich denn hier hin? Ich bin etwas ratlos gerade, aber ich tippe einfach mal darauf, dass wir dahin müssen. Also das, was da in der Mitte gerade war. Oh, jetzt kommt doch noch eine Spinne. Die Spinnen sehen hier auch gar nicht eklig aus, finde ich. Ja, einfach draufknüppeln, fertig ist. Nix kannst du. Wie war das jetzt? Irgendwas leuchtet hier. Oh. Nix hat da geleuchtet. Aber gewonnen haben wir trotzdem. Komm mal hin. Also gegen ein Vieh finde ich auch ein bisschen lame. Wenn schon, dann können wir auch zwei in den Weg werfen. Na komm. Bommler. Eine Bommler und eine Döskappe. Beide Mond. Ja, dann macht die Sonne euch fertig. Würde ich mal so sagen. Aua. Oh, der ist schon geil auf mich, siehst du das? Nein. Oh, der hat mich gar nicht getroffen. Jetzt hau nochmal weg. Und die blöde Döskappe da, die knüppelt auf mir rum und macht nichts. Zumindest reißt hier nichts. Da hinten, da hinten, da hinten, da hinten. Komm schon! Oh fuck. So, wandert jetzt einen weiter. Du siehst mich, ja doch. Och, der ist alleine. Ja, ja, wedel du mal mit deinem Stab da rum. Weißt du was? Der macht dich platt. Wasserbombe, Marsch! Bäm, weg da. Guck mal, wie der mich nicht trifft. Okay, und ich den auch nicht treffe und der mega Damage macht. Alles klar. Aua, wie frech. Kriegst mich nicht. Krass, der hat gesessen. Ja, Tani. Oh. War jetzt nicht so der Megabringer. Aber mit den Dingern hier können wir doch jetzt bestimmt was anstellen. Die geile Fee kann er doch bestimmt. Warte mal, hat die eben eine geniale Idee. Wir können diese Pilze mit Magie größer machen, nicht? Ach so, ah. Okay, also Wachstumsschub. Das ist so, als wenn wir jetzt bei Minecraft Knochenmehl drauf gemacht hätten. Tada! Okay, was haben wir denn da? Eine Spinne. Bringt das vielleicht was, wenn ich da langsam rangehe? Ne, die sieht mich jetzt. Komm schon. Ach, fuck. So ein Mist. Die spinnerte Spinne. Mit wem kriegst du Dämmer zu tun? Ja, eigentlich wieder mit Sonne. Also mit der Wichtel. Kannst nix. Du
Stufe 6 hat der Spross. Die hat aber echt wenig Angriff, das ist echt krass. Also im Nahkampf macht mit dem Ding echt gar keinen Sinn. 11 Attacke. Oh, hat Zissen, 2 Stück. Dagegen war, glaube ich, Luffy ganz gut. Krass, wie viel Damage der macht. Nice, und gibt nochmal Leben. Das lief ganz gut. So, jetzt bist du Stufe 7? Ah, nein, doch nicht. Oh, okay. Mittlerweile muss man das Vieh ja echt leveln. Ob es sich lohnt, das nachzuleveln? Stellen die einem hier Truhen? Oh krass, da hinten ist schon wieder Respawn. Das geht ja echt schnell. Ach, guck mal an. Eine Truhe, aber die kann ich nicht öffnen. Der Zauberstab, den Oliver trägt, ist nicht mächtig genug, um diese Truhe zu öffnen. Tja, das wusste ich schon, aber man kann ja mal versuchen. So. Deine LP und MP sind vollständig wiederhergestellt. Ich werde jetzt den Fortschritt speichern. Dann danke ich schon mal wie immer fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr morgen Abend um 20 Uhr wieder einschaltet, wenn wir mit Ni no Kuni weitermachen. Und wünsche euch noch einen schönen Abend.